Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video für die Equitana, die ja in diesem Jahr leider nicht live stattfinden kann. Es wäre natürlich viel, viel schöner gewesen, euch alle live zu sehen. Nun machen wir es per Video. Ich habe mir ein Thema herausgesucht, was ich persönlich für sehr wichtig halte. Und zwar soll es darum gehen, warum wir beim Reiten immer darauf achten sollten, dass die Nüstern unserer Pferde der vorderste Punkt des Pferdekörpers sind. Die Zeit auf diesem Video ist etwas begrenzt, weshalb ich mir nur zwei Punkte herausgesucht habe oder heraussuchen möchte hier, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Es sind natürlich viel, 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 viel mehr. Heute soll es dann nur einmal um das Zungenbein gehen und seine Verbindung zur Schulter und um das sogenannte Nacken-Rückenband. Anhand dieser beiden Strukturen will ich ein bisschen erläutern, warum das so wichtig ist. Wie gesagt, gehören noch viel, viel mehr Sachen dazu, aber das ist schon mal ein ganz guter Einstieg. Ist natürlich längst nicht so schön, wie es live zu erläutern und zu erklären und schon gar mit euch zu interagieren und auf eure Fragen zu antworten. Wäre alles viel schöner, geht jetzt nicht. Ich hoffe, das Video macht trotzdem Spaß und ihr habt viel Freude beim Zusehen und ihr könnt alles verstehen. Also viel Spaß euch allen und hoffentlich auf bald dann wieder live. Beginnen wir mit dem Zungenbein. Dieses ist ein knöchernes Konstrukt, welches wie eine Schaukel an den Schläfenbeinen des Pferdes zwischen den Unterkieferästen aufgehängt ist und mehrere gelenkige Verbindungen aufweist. Der vorderste Teil dieser Konstruktion bildet einen Fortsatz, welcher die Zunge stabilisiert und auch mitbewegt, und der hintere Teil ist unter anderem mit dem Kehlkopf verbunden. Deswegen kann ein blockiertes Zungenbein auch beim Schlucken behindern. Ein blockiertes Zungenbein kann allerdings auch Lahmheiten der Vorhand hervorrufen, und zwar über seine Verbindung zur Schulter. Einer der Muskeln, der für den Schluckakt die Zunge nach hinten zieht, ist der sogenannte Schulter-Zungenbein-Muskel. Dieser hat seinen Ursprung unter dem Schulterblatt in der Schulterfaszie und setzt am Zungenfortsatz des Zungenbeines an. Das heißt, es gibt eine direkte Verbindung zwischen dem Zungenbeinapparat und der Schulter des Pferdes und damit auch der Beweglichkeit der Schulter des Pferdes. Ist dieser Muskel nun überspannt, wie es zum Beispiel beim Reiten in Rollkur oder LDR oder mit festgezogenen Nasenriemen der Fall ist, dann bleibt die Zunge dauerhaft nach hinten gezogen, was erstens naturgemäß die Beweglichkeit der Zunge einschränkt und zweitens natürlich das Schlucken beeinträchtigt und drittens ganz direkt die Beweglichkeit der Schulter. Das kann so weit gehen, dass das Pferd lahm geht. Wie wir wissen, hat das Pferd keine knöcherne oder gelenkige Verbindung, die seine Vorderbeine am Körper befestigen würde. Schulter und Oberarm werden alleine durch Muskeln, Bänder und Gewebe am Körper gehalten, was grundsätzlich eine bessere Stoßdämpfung ermöglicht und flexiblere Beweglichkeit. Für einen geschmeidigen Bewegungsablauf ist daher die Schultermuskulatur der bestimmende Faktor. Eine feste, zugegangene Schulterfaszie macht dieser Geschmeidigkeit ganz schnell ein Ende und die Beweglichkeit der Schulter ist nicht mehr in vollem Maße gegeben. Die Elastizität der Aufhängung des Rumpfes zwischen den Vorderbeinen wird davon ebenfalls beeinträchtigt. Die Muskulatur wird fest und die flexible Stoßdämpferfunktion ist nicht mehr gegeben. In der Folge läuft das Pferd dann stockig und in den Boden. Ein Befund, der häufig als Blockade des Brustbeines bezeichnet wird. Wir sollten also alleine schon vor dem Aspekt des Zungenbeines, da gibt es natürlich noch viele andere Aspekte, ein großes Interesse daran haben, unser Pferd so wenig wie möglich im Maul zu stören, auch wenn das nicht immer ganz einfach ist und natürlich auch nicht immer gleich gelingt. Kommen wir nun zum sogenannten Nacken-Rückenband, das vorhin schon angesprochen wurde, und warum dieses für uns beim Reiten so eine hervorragende Möglichkeit darstellt, unsere Pferde gesund und natürlich zu trainieren und zu stärken. Dafür habe ich mir ein Pony, ein Model ausgeliehen, und das möchte ich euch jetzt kurz vorstellen. Guten Morgen, heute bin ich zu Besuch bei der Familie von Barbie auf ihrem Gestüthof am See. Das hier ist das Pony Avalons Rubinstein, ein Welsh Cob, der heute freundlicherweise einmal für uns Modell stehen wird oder beziehungsweise unser Modell sein wird, um zu demonstrieren, worauf wir beim Reiten achten sollten, um dem Pferd keinen Schaden zuzufügen, sondern möglichst gesund erhaltend und die Gesundheit unterstützend zu trainieren.
Da seine Reiterin leider gerade krankheitsbedingt ausgefallen ist, werde ich mich selber mal da drauf schwingen. Das ist unser erstes Mal heute zusammen und wir werden mal sehen, wie es geht. Wenn man sich das Skelett des Pferdes einmal so anschaut, dann hat man eher nicht den Eindruck, dass es sich bei dem Rücken des Pferdes um eine sehr stabile Konstruktion handelt. Und das ist auch nicht so. Zwar sind die einzelnen Wirbel untereinander alle mit kräftigen Bändern und durch Tiefenmuskulatur verbunden. Es ziehen allerdings auch ohne zusätzliches Reitergewicht bereits sämtliche Organe des Pferdes, die an der Wirbelsäule aufgehängt sind, selbige mit ihrem Gewicht nach unten. Auch ohne Reitergewicht hat der Pferderücken also die Tendenz, sich nach unten hin durchzubiegen. Aus genau diesem Grund hat das Pferd von der Natur einen Mechanismus mitbekommen, der dieser Schwerkraft entgegenwirkt und es in die Lage versetzt, gesund und ohne Schmerzen alt zu werden. Das sogenannte Nacken-Rückenband. Es zieht vom Hinterhauptbein über den Widerrist weiter bis zum Kreuzbein, wobei es im Bereich des Halses die Oberlinie unter dem Mähnenkamm bildet und von dort als Nackenplatte Anteile zu den Wirbelkörpern der Halswirbelsäule abgehen. Dieses Band ist eine wirklich geniale Erfindung und verwandelt die Wirbelsäule des Pferdes in eine stabile, tragfähige Konstruktion. Es spannt die Wirbelsäule auf, hebt den Rücken an, die Wirbel werden auseinander bewegt und bekommen Platz. Die Rückenmuskeln können, ohne das Gewicht des Bauches tragen zu müssen, arbeiten und sich aufbauen. Gleichzeitig wird, wenn dieser Mechanismus in Gang gesetzt wird, die Bauchmuskulatur zur Arbeit herangezogen. Der Bauch hebt sich entsprechend an und das Becken wird aufgerichtet, wodurch die Aufwölbung der Wirbelsäule zugleich von hinten aus dem Ansatzpunkt am Kreuzbein verstärkt wird. Es handelt sich dabei um die Haltung, in der das Pferd von Natur aus die allermeiste Zeit des Tages verbringt, nämlich fressend mit gesenkter Nase und offenem Genick am Boden fressend und sich dabei langsam fortbewegend in der freien Natur, so zwischen 16 und 20 Stunden am Tag immerhin. Uns diese Haltung immer wieder zu eigen zu machen oder zumindest in ähnlicher Weise zu eigen zu machen, wenn wir reiten oder das Pferd trainieren, sollte daher irgendwie einleuchtend sein, denn das ist ganz offensichtlich das, worauf der Bewegungsapparat und Organismus des Pferdes von der Natur am besten ausgerichtet ist. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt dabei, und den habe ich vorhin auch schon erwähnt, nämlich, dass die langen Dornfortsätze des Widerrists, wie auch die Wirbelkörper und die anderen Dornfortsätze der Wirbelsäule, untereinander durch Tiefenmuskulatur und Bänder stabilisiert werden, damit sie sich nicht berühren, also zu eng zusammenrücken oder komplett auseinanderklappen können. Weder Bänder noch Tiefenmuskulatur sind willkürlich anspannbar, das heißt, sie dienen der Stabilisierung und bestimmen den Grad ihre Anspannung weitgehend selbst. Werden diese Muskeln und Bänder nicht regelmäßig mobilisiert, und zwar eben auch beim Reiten, und damit meine ich in dieser tiefen Vorwärts-Abwärts-Halshaltung mit der Nase, also den Nüstern, stets als vorderster Punkt des Pferdes, dann werden sie zunehmend unflexibler. Die Tiefenmuskulatur verkürzt sich und wird sie erstmal fest, dann verhindert sie natürlich auch ein Aufspannen der Wirbelsäule, da sich die Wirbel dann nicht mehr oder nur noch eingeschränkt auseinander bewegen können. Verspannungen in diesen Strukturen sind schmerzhaft, was wiederum dazu führt, dass das Pferd umso mehr versuchen wird, Bewegungen in dem Rücken zu vermeiden, was wiederum die Verspannung und die Unbeweglichkeit verschlimmert. Die mangelnde Flexibilität oder gar der Abbau dieser tiefen Muskulatur kann so weit gehen, dass die Dornfortsätze kaum oder gar keinen Platz mehr haben und sich gegeneinander so gut wie gar nicht mehr bewegen oder sich gar berühren, sogenannte Kissing Spines. Das Pferd regelmäßig in dieser tiefen Kopf-Halshaltung mit einem angehobenen Rücken zu reiten, ist also ein ganz wichtiger prophylaktischer Schritt, um den Rücken des Pferdes und die Wirbelsäule des Pferdes gesund zu halten. Tut man das nicht, macht man sein Pferd also eng und drückt damit den Rücken weg, weil man diese Funktion des Nacken-Rückenbandes damit natürlich stilllegt, dann hat man ganz schnell ein Pferd, was unter Trageerschöpfung leidet, was unter festem Rücken und Entzündungen im Rücken leidet und welches auch sonst ganz große Schwierigkeiten bekommen wird.
Dies gilt allerdings auch für Pferde, die zwar nicht eingerollt werden, bei denen aber ebenfalls nicht auf eine richtige, korrekte Anlehnung geachtet wird und dadurch das Nackenrückenband den Rücken nicht entlasten kann. Auch hier werden über kurz oder lang Rückenprobleme im Sinne von Muskelentzündungen, Muskelverhärtungen, einem Absinken des Rückens im weitesten Sinne die Folge sein. Natürlich wollen wir unsere Pferde nicht den ganzen Tag mit der Nase im Boden reiten, aber wir müssen darauf achten, dass die Nüstern immer der vorderste Punkt des Pferdes sind. Denn dies ist die einzige Haltung, in der das Pferd den Rücken passiv und losgelassen schwingen lassen kann und die Dornfortsätze aufgerichtet werden und Platz bekommen. Die Bauchmuskeln werden unter eine positive Spannung gesetzt und die langen Rückenmuskeln können locker arbeiten, weil das aufgespannte Nackenrückenband so die meiste Last von ihnen nimmt. Dieses ganze System funktioniert aber nur, und das ist das Wichtige, wenn die Nüstern den vordersten Punkt des Pferdes bilden, nicht die Ohren oder die Stirn. Achtet also darauf und ihr werdet glückliche, gesunde Pferde haben. In diesem Sinne viel Spaß beim Reiten und Trainieren für glückliche und gesunde Pferde.